Hallo und herzlich willkommen zurück bei To the Moon. Mein Name ist Longlolly. Wir sind auf dem Kanal Canfinity. Das ist die zweite Folge. Wir sind im Haus des alten Mannes angekommen. Die beiden Kinder sind noch unten. Die müssen wir jetzt suchen, aber erstmal gehen wir hier rein. Der Mann ist kurz vorm Sterben und wir sollen den letzten Wunsch erfüllen. Er möchte nämlich zum Mond. Deshalb auch der Name To the Moon. Was kann man hier machen? Licht an. Badewanne. Toilette. Und jetzt Licht aus, oder? Boah. Erraten. Dann gehen wir wieder raus. Gibt es noch nichts zu sehen. Die Frau, ja, wir sollen erstmal runter, schätze ich mal, ne? Machen wir das auch mal. Da ist. Und da gehen wir noch. Ne, komm. Da gehen wir auch nochmal hin. Da kann man nichts machen. Oh, Bilder angucken. Das Gemälde zeigt einen Leuchtturm an der Küste. Wahrscheinlich der Leuchtturm, der ja oben am Haus ist. Also vom Haus aus gesehen. Das Gemälde zeigt eine Frau. Sie hält etwas Gelbes und Blaues. Blumen? Ich weiß es nicht. Was ist das? Das Gemälde zeigt ein Tier oder so etwas. Mysteriös. Das Gemälde zeigt drei Leute, die sich unterhalten. Ah, Familienbild. So, hier hoch. Und dann die Treppe runter. Warten Sie, kommen Sie noch einmal kurz zu mir. Ich habe hier etwas für Sie. Okay, dann komm her. Doktor. Arzt. Hier nehmen Sie das. Kabelloser Kontrollmonitor erhalten. Yes, damit wissen Sie jederzeit, wie es Johnny geht. Der gute Johnny. Ich hoffe, es hat keinen Selbstzerstörungsknopf. Für die habe ich nämlich ein Händchen. Boah, das war der Bruder. Johnnys Kardiogramm ist jetzt im Menü aktiviert. Ja, sehr schön. Ein Kardiogramm bekommen. So, ah, die spielen immer noch. Kurz genießen. Jetzt müssen wir sie doch mal stürmen. Was wollen Sie? Führt mich. Ja, komm, erstmal lass sie weiterspielen. Dann lassen Sie uns. Boah, dann nerv ich die nochmal. Hey, eure Mom will, dass ihr mich durchs Haus führt. Okay, vielleicht machen wir das. Wie vielleicht? Ich glaube, wir brauchen einfach ein bisschen Überzeugung. Das ist alles. Oder was meinst du, Tommy? Ja. Mongo. In Ordnung, reden wir darüber. Was wollt ihr? Drei Käsehochs am Punchline. Wir wollen eine Trillion Dollar. Oh mein Gott, so viel Geld habe ich nicht. Oder die Zuckerstange, die Mom vor uns versteckt. Ja, okay, gut, ja, die. Was? Das ist eine riesige Zuckerstange oben in dem Regalfach. Lass uns nicht rankommen. Tja, weil ihr klein seid, aber dafür könnt ihr gut Musik spielen. Holen Sie sie für uns und wir machen mit Ihnen eine Tour durch das Haus, okay? Wie sieht's aus? Ja, komm. Sind wir doch nicht so. Ja. Die Küche ist rechts von der Treppe. Holen Sie sie. Das ist. Oh, in Klammern. Das heißt, das denkt er für sich selber. Oder wie? Oh, die erste richtige Quest. Die Küche, die wird wohl da sein. Ich schätze mal da. Oder hier runter. Nee, ich meine. Da. Nee, nicht ganz, ne? Moment mal, kannst du da reingreifen? Sachen auch. Jetzt. Nee. Ja, okay. Da ist sie bestimmt. Oh, nicht. Nö, ich möchte jetzt erstmal in die Küche. Ah. Nein. Da ist die Küchentür. Okay. Haben sie auch gesagt rechts, ne? Aber egal. Da ist die Zuckerstange. Yes, sir. Kommst du da hin? Oh Gott, der macht ja schon was kaputt. Ach nee. Hallo Mongo. Da, das kann ich doch bewegen. Boah, was ein Quiz. Das hätten die Kinder nicht selber geschafft. Yeah, Zuckerstange erhalten. Voll geil. So. Jawohl. Nein, du sollst das wieder. Ach, dann nicht, dann lass es doch so scheiße da stehen. So. Kinder, ich habe die Stange gefunden. Tja. Alles klar, Kinderchen. Ich musste vielen gefallen, trotzdem. Boah, Alter. Trotzdem, aber nun habe ich die Zuckerstange.
Vermutlich ist sie ein Jahrzehnt alt und schmeckt wie alter Fußboden. Ja, haben wir den Kindern noch einen Gefallen getan, jetzt helft uns. Also mir. Gut, wo fangen wir an? Ich weiß. Das ist dieser seltsame Raum im Keller. Aha, ich mag den seltsamen Raum nicht. Welcher seltsame Raum? Sie werden schon sehen. Er ist gruselig. Wir brauchen aber die Schlüssel. Oh, der alte Mann hat sie in einem Buch im Arbeitszimmer versteckt. Ist das das Arbeitszimmer? Ich glaube, boah. Buch. Bücher, entweder eine Schlüssel, seltsam Raum, dicksten Buch des oberen Regals. Die sehen für mich alle gleich dick aus, aber gut. Band 1. Wie verhindere ich schwere Verletzungen? Ach, nichts tun. Ich lese da jetzt nicht. Ja, woran erkenne ich denn jetzt? Na, vielleicht soll ich es doch lesen. Oh ne, komm. Nein. Ach, da. Erstmal Lichter machen. Ach so, wenn ich darauf klicke, geht das Licht an. Gut. Oha, fast in die Farbe getreten. Menschenskinder. Ich kann. Ah, da kann ich auch reinkommen. Gelesen. Jo. Ja, das ist jetzt nicht so spannend. Aber, wo bist du denn das Bücher nach mir geworfen und nannte das eine Bücherschlacht, was ich eines Tages mal zurückgeworfen habe. Da brauchte er ein Pflaster. Orphelkopter. So, was sagst du? Nur ein Haufen Bücher hier drin. Da steht eh nichts drin. Was ich. Hä, aber du hast doch gerade noch gesagt, das ist jetzt nicht das Arbeitszimmer, das ist das Arbeitszimmer. Jetzt komm, oberstes Regal. Da muss ich genau auf das richtige Buch klicken. Kann das sein? Schon komplette Überforderung bei mir. Habe ich das Buch oder wie? Ich öffne mal nochmal das Inventar, also genau. Nö. Wie geht's denn unserem Patienten? Joa. Schlägt noch das Herz, wunderbar. Dann sag du mir doch mal. Ja. Du brauchst immer noch Pflaster. Mama sagt immer, wir sollen das lassen, aber wir machen es trotzdem. Da hören die Kinder mal richtig gut. Boah. Wo ist denn das Buch? So schwer kann das doch nicht sein. Passage lesen. Oh. Yes, sir, ich hab's gefunden. Der Schlüssel wurde gefunden. Bam. Kommt mit, Kinder. Wir können jetzt den seltsamen Raum hier. Geil. Oh, ist aber echt düster. Lichter machen schnell. Das ist der Keller. Schalten Sie das Licht an. Bam! Keine Jumpscares, okay. Das ist eine Kiste. Das ist schon was. Da ist auch eine Kiste. Komm. Die Truhe ist verschlossen. Aber wir haben noch einen Schlüssel. Aber der war für die Tür. Doch, komm. Ich brauche Informationen. Alles ist verschlossen hier. Wo ist denn der Schlüssel? Farbiges Papier, das sagt so viel über ihn aus. Verstaubte Bücher. Da zum Bücherregal. Ja, bringt uns nicht viel. Das ist eine Tür. Die Tür ist abgeschlossen. Oh mein Gott. Ach so, gut. Zimmerschlüssel. Oh Gott. Das sieht nicht gut. Ja. Jumpscare incoming. Wow. What the fuck? Da habe ich jetzt irgendwie nicht mit gerechnet. Wie Spieluhr. Oh Gott. Voll das creepy Game. Ein, ja, Plüschnabeltier. Was ist für eine abscheuliche kleine Kreatur?
Hallo? Anstupsen. Liebt das? Nehmen die mal. Was ist das? So kleine Kaninchen, ein Hase aus P4 gefaltet. Boah, Alter, die Musik, Hilfe. Nein, mach die wieder an. Da lacht doch einer, oder? Ja, gehe da mal lieber raus, Kinder. Haben Sie es gesehen? Was wisst ihr über Erika, über die ganzen Hasen? Nichts. Man wollte nicht, dass jemand reingeht, also haben wir es nie gesagt. What the fuck? Ein verlassener Leuchtturm, der ist direkt an der Klippe. Nein, ich möchte da nicht hin. Memo an mich selbst. Nie bewahre keine abgeschlossenen Dinge in der Nähe dieser Kinder auf. Also wollen sie zum Leuchtturm. Hoppala, da fällt was runter. Nun ja, es ist ziemlich windig draußen, erstmal hier bleiben, oder? Ich wage lieber einen heldenhaften Sprung in Johnnys Erinnerung, als mir irgendeinen blöden Leuchtturm zu sehen. Klang für die Karnickel schon finden. Also los. Aber nach oben und mal sehen, was die Maschine. Das ist wahrscheinlich voll die dumme Entscheidung, hier zu bleiben. Aber der Mann geht doch vor. Obwohl der. Boah, nee. Ich habe jetzt auch gehört, dass das richtig traurig sein soll, das Spiel. Was ich nicht gedacht habe. Aber. Irgendwie. Ist das düsterer geworden oder kommt mir das nur so vor? Jo. Och nein. Was hat der denn? Wie, was zum Kackes hast du getrieben? Ameisen verkokelt mit einer Lupe. Boah, die Brüller hier. Mit Mondlicht. Oh. Okay, dann habe ich eben geschlafen. Mein Gott, ein Klugscheißer zu sein, war auch schon mal einfacher. Den zweiten Teil kriegst du schon ganz überzeugend hin. Dein Helm liegt auf der Couch. Ja. Ah, da. Intieren. Oder was stand da? Initiieren. Naja, kann ja nicht sein. Alles klar, jetzt geht's los. Oh Gott. Ja, das mit den Hasen war schon richtig creepy. Was jetzt passiert, weiß ich auch nicht. Die scheinen ihn in so eine Traumwelt zu bringen, bevor der stirbt. Um nochmal so seinen letzten Wunsch zu erfüllen, schätze ich mal.